willkommen hier in Zeitz auf dem Neumarkt. Ich hoffe, wir können nächstes Jahr dann wieder auf unseren Altmarkt ziehen. Wenn es nicht so ist, wenn er noch nicht fertig ist, nehme ich persönlich die Schaufel in der Hand und mache das dort alles glatt, dass wir da drauf kommen. Ich möchte erstmal hier an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen unseren Bürgermeister, den Herrn Otto, der sich dementsprechend gekleidet hat mit seinem Amtsbruder, den Herrn Meissner, Bürgermeister der Elsteraue. Ganz herzliches Willkommen. Ich möchte begrüßen unsere Prinzenpaare, die Lichterprinzessin, die Lichterfee, die WBG-Fee. Man sieht sie mit den Flügeln. Ja, liebe Gäste, unser Oberbürgermeister ist nicht dabei. Er hat sich natürlich wieder verflüchtigt. Ich habe heute früh vom Straßenverkehrsamt ein Blitzerfoto zugeschickt bekommen, wo er mit 78 km/h im neuen Kreisverkehr geblitzt wurde. Ich habe den Beweis hier, ich kann es jedem zeigen. 78 km/h, so schnell ist er aus der Stadt verschwunden. Bloß so viel dazu. Mein lieber Herr Otto, der Kreisverkehr wurde heute noch einmal richtig eingeweiht, unplanmäßig. Viele haben es nicht mitgekriegt, aber das Auto mit unseren Bürgermeistern und unseren Ehrengästen hat nochmal eine riesen Ehrenrunde auf dem neuen Kreise gedreht. Ich fand's toll. Ganz große Klasse. Ja, in Zeitz ist eigentlich alles Wahnsinn. Es gibt Wahnsinnsbaustellen. Wir hatten ein Wahnsinnshochwasser, wo ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit in der Öffentlichkeit, mich nochmal bei allen Helfern zu bedanken, die da vieles verhindert haben, dass noch mehr abgesoffen ist. Mal ein herzliches Dankeschön und einen Riesenapplaus von allen nochmal an die fleißigen Helfer hier in der Stadt Zeitz. Ja, die Wahnsinnsbaustellen mit Wahnsinnskostenüberschreitungen, mit Wahnsinnszeitüberschreitungen, ja, deshalb haben wir gedacht, der Zeitzer Kreisel ist rund. Es ist alles Wahnsinn, deshalb haben wir, der ZCV, uns dieses Jahr zum Motto gemacht, die Manege, weil alles rund ist, des Wahnsinns. Das ist das Motto des Zeitzer Karnevalsvereins, deshalb stehe ich auch heute nicht hier in Elferratsuniform, sondern einfach mal als verrückter Zirkusdirektor, weil in Zeitz gibt es auch viel Zirkus und ich denke mal, für die nächste Session bin ich da gut gerüstet hier in Zeitz. Das ist unser Motto, Manege des Wahnsinns. Aber wir haben was ganz Spezielles rausgekriegt. Die Zeitzer Stadtväter haben ja diese Umbauten, diese Umleitungsschilder, diese Vorfahrtsregelung nicht umsonst gemacht. Früher wurden sie mal so vor 2 Jahren alle halben Jahre gewechselt, die Vorfahrtsregelungen. Jetzt alle Vierteljahre und jetzt machen sie es jede Woche. Also ständig, wenn man irgendwie durch die Stadt fährt, ist irgendwo eine andere Regelung. Aber das hat diesen riesen Vorteil, dass die Verkehrsunfallstatistik in Zeitz so weit nach unten gesunken ist, es gibt fast keine Unfälle mehr. Weil jeder guckt erstmal an jeder Kreuzung erstmal auf die Bremse, gucken, darf ich nicht. Und dann fahren wir erst. Also, unsere Stadtväter denken da auch wahnsinnig mit, dass wir sicher hier durch Zeitz kommen. Ja, das ist nochmal ein Applaus wert. Ich möchte jetzt mal das Mikrofon an unseren Bürgermeister übergeben. Ja, liebe Herrinnen und Herren, liebe Karnevalsbegeisterte, ein herzliches Willkommen hier beim gemeinsamen Karnevalsumzug der Region, der gesamten Region. Ich freue mich, dass auch in diesem Jahr wieder die Karnevalsvereine so zahlreich hier dabei sind. Ich freue mich ebenso, dass die Streckenführung, die wir in diesem Jahr wählen mussten, nicht dazu geführt hat, dass diejenigen, die gerne an der Strecke sein wollten, es nicht gefunden haben. Es haben sehr viele gefunden. Der Neumarkt ist gefüllt. In diesem Sinne erstmal ein herzliches Hello! Die Worte des Karnevalspräsidenten, Herrn Pfützner, haben mich natürlich dazu animiert, auch ein paar Sachen zu dem Thema
Verkehr und andere Dinge zu sagen. Ich denke mir, und damit will ich es auch ganz kurz machen, die Karnevalsvereine bekommen heute nochmal symbolisch sozusagen den Schlüssel überreicht. Und ich bin mir sicher, dass es Sie sind, die Mitglieder der Karnevalsvereine, die Präsidien und die Präsidenten, die am besten eines regeln können, nämlich den Verkehr, und die den auch am besten organisieren können. Ich habe gehört, das ist Tradition in den Karnevalsvereinen. In diesem Sinne, danke und hello! Ich darf Sie mal vorstellen, unser Kinderprinzenpaar. Und zwar ist das Ihre Lieblichkeit, Prinzessin Hanna, die Erste. Mit ihrem Prinzregenten, Prinz Lukas, der Erste. Lukas, heute sitzt du ein bisschen besser, wa? Ja, am Montag hat er nämlich nicht mehr gesehen. Ich darf noch vorstellen, unser großes Prinzenpaar, ihre Lieblichkeit, Prinzessin Lisa, die Erste. Mit ihrem Prinzregenten, Prinz Daniel, dem Ersten.